Herr Professor See, vielleicht vorher noch ein, zwei Worte zu Ihnen. Der Gründer und langjährige Vorsitzende von Business Crime Control, eine Organisation, die die Menschenrechtsverletzungen, die Bürgerrechtsverletzungen, die durch Wirtschaftsunternehmen verursacht werden, beobachtet und darüber aufklärt. Sie planen für den kommenden Freitag in München eine Demonstration. Ja, vor dem Justizministerium um 16 Uhr werden wir eine Demonstration machen, die unter dem Stichwort, ich gebe es verkürzt wieder, Demokratie statt Psychiatrie für die Freiheit von Gustl Mollat eintritt und seine Freilassung fordert vor den Landtagswahlen, weil wir den Verdacht haben, das soll verschleppt werden bis nach den Wahlen. Wo liegt für Sie denn in diesem Fall der größte Skandal? Ja, es wird natürlich generell und zu Recht die Justiz kritisiert, es wird die Psychiatrie kritisiert, aber zu sehr vernachlässigt scheint mir die Rolle der Hypo-Vereinsbank, die ja sehr früh schon wusste, dass das, was der Moller da ausgesagt hat, keine Spinnerei, keine Verrücktheit war, sondern schlichtweg eine Wahrheit. Und dass die Bank das nicht offengelegt hat, zumindest der Justiz hat zukommen lassen. Und wenn sie es hat zukommen lassen, dann wusste niemand etwas davon. Das wäre also noch zu klären, vielleicht von irgendeinem Ausschuss, wer was wusste und wer wen informiert hat. Aber die Bank hat schlichtweg diesen Mann in der Psychiatrie verhungern lassen, weil sie nicht ihre Informationen in die Öffentlichkeit getragen hat. Warum? Das kann man leicht verstehen. Die wollten ihre Steuerbetrüger da nicht verraten. Aber das ist ja kein Grund, einen Menschen in einer Psychiatrie verschwinden zu lassen über 7 Jahre. Das ist eine Sache, die ich als unglaublich schweres Menschenrechtsverbrechen deute. Und ich sage, da, das muss noch Konsequenzen haben. Wie sehen Sie denn die Rolle der Justiz in dieser Sache? Die Justiz hat meines Erachtens eben, muss man bei den Staatsanwaltschaften anfangen, die Sache nicht gründlich genug verfolgt. Ich weiß nicht, wir haben ja eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft, ob Weisungen von oben sie daran gehindert haben, bei der Hypo-Vereinsbank erstmal zu gucken, ob das tatsächlich stimmt. Denn dann wäre ja möglicherweise das schon von der Seite aufgedeckt worden. Und natürlich hat die Psychiatrie, wie das ja in Hessen, bei den hessischen Steuerfahndern auch der Fall war, hat die Psychiatrie natürlich auch ihre Rolle gespielt, sehr staatsfromm und parteifromm und hat da meines Erachtens auch eigentlich ein Verbrechen an der Menschenwürde begangen. Da soll es ja so einen Zirkelschluss von Beteiligten gegeben haben, die wirklich bis in die höchsten Ränge reichen. Den kann man natürlich jetzt nicht einfach beweisen, aber angesichts unserer Kommunikationsgesellschaft und der totalen Vernetzung unserer Eliten kann man zumindest erstmal hypothetisch sagen, das ist sehr wahrscheinlich, dass alle irgendwo verstrickt sind, mehr oder weniger. Und wir wollen ja auch darauf dringen, dass das eben noch weiter aufgeklärt wird. Es kann ja nicht sein, dass man so einen Fall auf sich beruhen lässt. Es ist unmöglich, sich gegenüber allen anderen Ländern der Welt als die großen Menschenrechtsmusterknaben darzustellen und selber solche Dinge hier undiskutiert geschehen zu lassen. Ja, natürlich. Sehen Sie denn, dass Gustl Mollat dennoch Chancen hat, in naher Zukunft freizukommen? Ja, nach der Wahl bestimmt. Meines Erachtens müsste aber der vor der Wahl rauskommen. Nur sagen Sie ehrlich, wenn der jeden Abend in Talkshows das schöne Bayernbild der CSU schwarz malt, dann ist natürlich die Wahl nicht so hoffnungsvoll zu betrachten und zu erwarten, wie das jetzt im Augenblick geschieht. Und deswegen befürchte ich, dass man diesen Mann einfach erst nach der Wahl etwas gerechter behandeln wird, dass dann etwas geschieht. Und wenn man wieder im Sattel sitzt fest, dann wird auch nicht so deutlich, welchen Anteil die CSU mit ihrer totalen Vernetzung
an diesem ganzen Geschehen hat. Das halte ich also auch für eine Katastrophe, dass eine Partei über Jahrzehnte mit absoluten Mehrheiten inzwischen fast keine Position mehr freilässt, besetzt, die nicht von CSU-Leuten besetzt ist. Das ist meines Erachtens wirklich ein Verhältnis. Da spricht man zu Recht von einem CSU-Staat. Das ist in einer Demokratie eigentlich auch tödlich. Ja. Das zerstört eigentlich das Grundvertrauen in eine demokratische Entwicklung, denn ohne einen Machtwechsel können solche Dinge natürlich viel leichter sich festsetzen und ja, ihre Aufdeckung verhindert werden, als wenn ein Wechsel stattfände. Wobei die Rolle der Justiz da wirklich noch nicht genügend beleuchtet ist. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Die haben ja mit ihrem letzten Urteil nochmal bestätigt, dass sie gar kein Interesse daran zeigen, diesen Fall ernsthaft aufzuklären. Ja, das ist der Punkt. Und natürlich steht der böse Vorwurf der Rechtsbeugung im Raum. Das ist eine Straftat. Ich glaube sogar ein Verbrechen, die mit bis zu 5 Jahren Gefängnis geahndet wird. Deswegen, das muss geprüft werden. Also das kann man jetzt nicht unterstellen. Ja, aber es sieht alles, Wilhelm Schlötterer hat ja jetzt sein Buch rausgebracht, gerade erschienen, Wahn und Willkür, da wird dieser Fall behandelt. Er zeigt diese totale Durchdringung Bayerns mit CSU-Leuten und diese Vernetzung. Und im Grunde sind das Netzwerke, die undurchdringlich geworden sind und die Aufklärung fast unmöglich geworden ist. Und er sagt, das ist so viel Vorsatz gewesen, das hat er überprüft, er ist ja ein Volljurist und war der obere Steuerfahnder Bayerns, lange Jahre. Und der hat gesagt, das ist so viel Vorsatz, den er da aufgedeckt hat, dass man von einem Verbrechen reden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die offizielle Justiz das irgendwann mal auch so sieht und dann eben entsprechend dagegen vorgeht und überprüft, ob es wahr ist oder nicht, denn das ist ja rechtsstaatlich notwendig. Man kann ja nicht die Dinge genauso betreiben, wie wir sie jetzt den Bayern und den CSU-Leuten unterstellen. Also wenn wir denen unterstellen, sie haben gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, dürfen wir als Kritiker dieser Politik das nicht auch machen. Ja? Wir müssen also hier vorgehen mit rechtsstaatlichen Mitteln und müssen das alles Stück für Stück sachlich prüfen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass diese Rechtsbeugung stattgefunden hat, müssen diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. Steht außer Frage. Herr Professor See, ich danke Ihnen herzlich für das Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute für die geplante Demo. Alle wünschen wir uns viele, die mitdemonstrieren und diese Sache vorantreiben.